Ja, Leute, und damit herzlich willkommen, wir machen den Sound mal ein bisschen leiser, zu einem neuen Let's Play, was ich mir schon vor Monaten mal gekauft hatte. Und zwar Cat Quest. Yay! Okay, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gesehen habe. Ich habe es irgendwann jedenfalls gekauft, weil das sah echt cool aus. Und ich lasse mich einfach überraschen. Und schauen, was hier so abgeht. Die arme, arme Katze. Ja. Hat man schon Ewigkeiten keinen PC-Let's Play mehr gemacht. Zum Glück lebst du noch. Das ist übrigens ein Spiel auf Steam, falls mal wieder jemand fragt. Ich bin Spurry, dein Schutzgeist. Hör mal, die Drachen sind wieder zurück. Wir müssen schnell in deine Stadt flitzen. Spar dir deine Fragen für später. So, ich kann mit WASD steuern. Ich werde natürlich mit Tastatur spielen, kennt ihr ja. Achso, das ist das Vieh. Hier kann ich noch gar nicht rüber. Da haben wir eine Münze zu mitnehmen. Eine Südwache, ja, mal ein bisschen Mana. Ne, XP ist das, okay, nice. Wir können nach Mounstadt oder wir könnten zur Südwache. Was ist denn, wenn ich hier hingehe? Okay, könnte ich quasseln mit ihm. Ah, Katzenabenteurer. Wusstest du, dass es manchmal besser ist, darauf zu warten, dass ein Feind angreift, statt selbst anzugreifen? Danke für diesen willkürlichen Tipp. Alles klärchen. So, Tab haben wir ja auch noch in unserem Inventar. 40 Leben, 5 Mana gibt mir von 51 Münzen, 0 Defense, 40 Leben, 5 Schaden, 5 Magie. Hier haben wir dann Fähigkeiten, 1, 2, 3, 4. Wir lassen uns mal den Kopf. Gut, dann gehen wir auf nach Mounstadt. Tatzen hoch, ein Monster kommt. So kannst du deine Feinde angreifen, mit der linken Maustaste. Hui. Ein roter Kreis zeigt den Angriffsbereich deines Feindes an. Drücke diese Taste, um wegzurollen. Ah ja, da oben links immer unsere Erfahrung. Schnieke, schnieke. Du kannst in Städten ein Nickerchen machen, um deine Wunden zu heilen. Versuch's mal. Spiel gespeichert. Okay, beim Nickerchen kann man Spiel speichern. Du bist hier gerade gesprächig, nicht? Der starke, wortkarge Typ? Aber keine Angst, ich helfe dir, deine Schwester zurückzuholen. Zuerst müssen wir mal schauen, was das Mal auf deinem Kopf bedeutet. Los, lass uns einen Magier finden. Ja, er hat ja hier auf dem Hinterkopf so ein Mal bekommen. Ja. Was haben wir hier noch Schönes? Keine Quests verfügbar. Ja, mein Nickerchen, klar, das ist ein Typ. Jetzt sind überall Monster. Miau! Das Ende der Zeit ist nah, ich sag's dir. Pass auch in den Wäldern auf, du kannst nicht sehen, was daran lauert. Da wird da bestimmt irgendwo ein Gegner hier drin sein. Ah, nein, okay. Es können auch da Krams hier drin sein. Das Katzpital. Ein geheimnisvoller Tempel. Der Magier bemerkt das Mal auf deinem Kopf. Miau, das ist das Mal der Drachenblütler. Du meinst, das ist der legendäre Drachentöter? Aber sie verschwanden vor vielen Jahren. Aber das ist gut. Dieses Mal bedeutet, dass ihr alle Magie erlernen könnt. Komm hier lang. Geheimnisvoller Tempel. Das ist ein geheimnisvoller Tempel. Ich werde dir einen Zauberspruch beibringen. Hör gut zu.
Du hast Flammenschnurren erlernt. Es fügt deinen Feinden Verbrennung zu und schwächt ihre Verteidigung. Sofern ist es Zaubersprüche mit der Taste 1. Oder halt Rechtsklick gedrückt, um das Magie-Menü zu öffnen. Ja, hier. Zwei Mana-Punkte oder halt das Flammenschnurren. Das lädt sich langsam wieder auf. Sehr nice. Hat das Cooldown? Aber ich glaube, wenn ich wäre als die steuere, wäre es über das Ringmenü besser. Oh, okay. Guck mal, ich kann es aufrüsten wahrscheinlich. Gold macht alles stärker. Willst du es Flammenschnurren gegen 100 Gold verbessern? Nicht genug Gold, tut mir leid. So, da haben wir noch 5 andere Skills. 6. 6 andere Skills. Wunderbar, ich danke dir, Magier. Los, probieren wir deine Magie gleich an diesem Monster dort aus. Okay, brennt weiter, ja. Kein Mana. Ja, weiß ja nicht, ob Ringmenü oder das andere. Du kannst neue Zaubersprüche auch in anderen Tempeln lernen. Verstanden? Und wir haben Level 2 erreicht. 50 XP, 4 Leben, 1 Schaden und nichts dazu bekommen, eine Verteidigung. Hä, was ist das? Fauch, ein Ritualkreis? Huch. Ein Drache? Schau, alle Katzen der Stadt sind vor Schreck erstarrt. Wir müssen ihnen helfen. Magie verbraucht Mana, das ist die Liederleiste. Feinde reingreifen, füllt Mana wieder auf. Oh Gott. Miau. Nicer Drache. Hast du gerade einen Drachen besiegt? Vielleicht bist du wirklich ein Drachenblut. Los, schauen wir mal, ob die Stadtkatzen wirklich sicher sind. Ja, das wollen wir uns gerne Belohnung hier mit. Hui, viel XP. Gluck. Hat das Kätzchen gerade einen Drachen getötet? Das Mal. Ist das nicht das Mal der Drachenblüter? Wir sind gerettet. Die Drachenblüter sind wieder zurück. Das war, glaube ich, eine Frau gewesen. Oh, Simba. Bei meinem Schnurrhaaren. Es ist König Löwenardo. Der wohlwollendste und tapferste König von allen. Ihr kehrt in eure Häuser zurück. Ihr alle. Tschüss. Dann kann ich ja bestimmt quasseln. Hä? Was ist denn mit dem König los? Egal, das mit dem Drachen war fantastisch, Herr Drachenblut. Und Level 3 erreicht. Nice. 250 Erfahrung plus 50 Gold bekommen für die Quest. Also, diese weiße Katze hat deine Schwester gekidnappt. Und dann stellt sich heraus, dass du ein Drachenblut bist. Das kann kein Zufall sein. Keinesfalls. Keinesfalls statt, glaube ich. Wegen Fell, Katzen und so. Warum streifen wir nicht mal zur Questtafel in der Katzpitale? Hier haben wir auch noch was. Der Mage des Königs. 50 Gold, 100 XP. Damit wird die Hauptquest auf Eis gelegt. Ich gucke mal ganz kurz das andere an. Ist wahrscheinlich das gleiche. Die Drachen sind gekommen. Halte dich von der Höhlengrotte fern. Mounts. Oder auch nicht. Drachen. Ich wette, dass die weiße Katze irgendwie mit diesem Chaos zu tun hat. Schauen wir uns diese Höhlengrotte mal näher an. Denk dran, auf dein Nickerchen zu halten. Damit wird das Spiel auch gespeichert. Ne, Tatsache, es ist optional. Mach mal ein Nickerchen. Einfach umgefallen. Knorr. Okay, der hat nichts. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Nebenquest. Der Mage des Königs, damit hat die Hauptquest auf Eis gelegt. Auf dem König liegt ein Fluch. Nimm heute an der Rettungsmission am geheimnisvollen Tempel teil. Das sollten wir tun. Der König braucht unsere Hilfe. Höhlengrotte ist da hinten, okay. Und da hinten wird dann schon der Weg gezeigt, wo es lang geht. Oh Gott. Wow, das ist so krass. Open World. Ich liebe Open World, wirklich. Gibt nichts Geileres als Open World. Ach, ich liebe das. Ups, wollte ich gar nicht. Wir sind hier, um den König zu retten. Ich wollte da hinten erstmal hinlatschen. Endlich, eine Katze ist zu unserer Hilfe gekommen. Als erstes müssen wir den obersten Magier finden. Er weiß, was passiert ist. Doch er ist verschwunden. Wie können wir ihn finden? Wir haben einen Zauberspruch gesprochen, um die magische Energie des obersten Magiers zu finden. Doch die Fundorte verändern sich ständig. Ich markiere sie mal. Vielleicht könnt ihr nachforschen. Wo
Soll ich dir mal eine Karte? Ah, mit dem Mausrad. Alter, guckt euch mal diese riesige Welt an. Kann ich da weiter rauskommen? Alter Schwede. Das ist ja geil. Okay, mega cool. Na, da sind sie schon. Ich hatte gar keinen Mana gehabt. Und 10 XP. Ja, die Dinger, die halt auf der Welt rumliegen, sind ein bisschen mehr wert. Oh Gott. Das kann ich auch. Du hast ein halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen. Hebst ein halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen auf. Im inneren Fläschchen ist magische Energie gefangen. Sehen wir uns mal die anderen Orte an. Oh, hier gibt es so viel. Ein Monument. Ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift darauf. In einer längst vergangenen Zeit dienten wir den alten Meistern. Sie erschufen unsere Welt und waren unsere Götter. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Hier hinten hast du sogar noch ein Wasserviech. Kannst du das später auch definitiv nur ins Wasser. Okay, kann man immer wieder quatschen. Wir haben noch eine Fledermaushöhle. Level 8 brauchen wir dafür. Ich möchte definitiv immer in die kleinen Gebüsche rein, weil da gibt es ja auch manchmal XP und sowas. Okay, da hinten hin. Wir gehen mal straight erstmal die Nebenquest lang. Und ein bisschen erkunden, hier kann auch nicht schaden. 5 XP. Ich denke mal, die Gegner werden wiederkommen. Die ein bisschen mehr einfach, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 15, na, nicht schlecht. Not bad. Ja, sind noch ein bisschen stärker. Halten ein bisschen mehr durch. Oh, was haben wir denn da? Autsch. Jetzt kann ich auch mit der Magie. Du Schuft. Level 4 erreicht. Und wir kriegen plus 4 Leben, einen Schaden und eine Magie dazu. Ach, ist das unser Mana-Pool? Ne, ist es nicht. Hätte gedacht. Du hebst ein weiteres halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen auf. Noch immer kein Magerkätzchen. Der letzte Ort zu überprüfen. Ah, da hinten. Gleich. So, mal die Höhlengrotte. Da, wo wir durch die Hauptquest hin müssen. Kein Mana. Was haben wir hier noch? Eine Katzenmine-Bucht. Minzebucht, nicht Katzenmine. Eine Küstenhöhle Level 2 wäre da. Da hinten haben wir noch einen. Achso, das sind Schützen. Neue Gegner. Was haben wir hier Schönes? Quest abbrechen nehme ich natürlich nicht. KitKats! Wir können. Hier was kaufen anscheinend. Zieh nicht los, ohne dir Ausrüstung zu kaufen. Ich würde sagen, für 50 Gold kommen wir doch mal was. Suchst du nach Ausrüstung? Dafür musst du 50 Gold zahlen. Dein Glück versuchen. Wir bekommen eine Haube. Eine Weißmagierkapuze. Minus 6 Schaden, dafür 4 Mana dazu. Neue Items ausrüsten. Naja, das ist nicht cool. Also man kann ja anscheinend entweder den Weg des Magiers einschlagen oder des Nahkämpfers. Ja, da kommen sie wieder, die Gegner. Aua. Gibt's ja nicht, dass sie mich so oft angreifen können. Oder treffen. Dass ich so doof bin, wenn ich mich nicht treffen lasse. Gut, meine lieben Freunde. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen. Gut, die Gegner bewegen sich mit der Gun nicht weiter. Sehr schön. Also ist hier Pause. Machen wir eine ganz kurze kleine Pause von Cat Quest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.